Schon gehört? Die Ö1-Club-Sendung. Helden ist das große Thema des Sirene Operntheaters Wien in diesem Jahr. Musik von René Klemenčič aus seinem Oratorium Kabbala. Klemenčič hat auch die Musik zur neuen Produktion des Sirene Operntheaters komponiert, die sich mit dem Gilgamesch-Epos auseinandersetzt und damit den Auftakt zu einer Heldentrilogie setzt. Am 22. Mai hat das szenische Oratorium Premiere in der Expedithalle der Brotfabrik Wien. Die Geschichte des sumerischen Königs von Uruk, Gilgamesch, und seines Freundes Enkidu gilt als der älteste literarische Text der Menschheit und geht bis in das dritte vorchristliche Jahrtausend zurück. Die darin angesprochenen Themen Größenwahn, Hybris, Tod, der Verlust eines geliebten Menschen, Sinnsuche, sind aber von unveränderter Aktualität. Die Frage, ob und wie angesichts der Endlichkeit dennoch ein gutes Leben gelebt werden kann, treibt den Helden bis an das Ende der Welt und zurück. Gilgamesch, Musik René Klemenčič, Libretto Christine Tornquist, hat am Freitag, dem 22. Mai, Premiere in der Produktion des Sirene Operntheaters Wien in der Expedithalle der Brotfabrik. Das Solistenteam wird vom Roten Orchester unter François-Pierre Descamps begleitet. Insgesamt gibt es bis 29. Mai 6 Vorstellungen, begleitet auch von einer Ausstellung und einem Vortragsprogramm. Schon gehört? Das war die Ö1-Club-Sendung. Gestaltung Sibylle Norden.